Zurück im mobilen Studio hier im Erlacherhof, wir sind im Gemeinderatssaal und jetzt wollen wir über ein ganz wichtiges Thema reden, nämlich über Bildung, das digitale Schulzimmer von der Zukunft. Bisher haben wir viel über Startups geredet, wir haben viel über Prozesse geredet, was es schon gibt oder die auch noch kommen sollen, aber mehr so im Berufsleben. Jetzt geht es um die Kleinsten, um die Wichtigsten kann man ja fast sagen, nämlich um die, die noch in die Schule gehen. Und bei mir ist Irene Henselberger, sie ist pensionierte Leiterin vom Schulamt der Stadt Bern, immer noch im Mandat tätig für das Schulamt in Stadt Bern, unter anderem für das Projekt Base for Kids, ein Projekt, das, ich glaube, wie soll ich sagen, sehr bekannt ist in Stadt Bern, aber nicht immer noch mal aus den richtigen Gründen. Oder ist das so? Ja, das hat natürlich jetzt eine ganz hohe Popularität bekommen, halt auch, weil wir Schwierigkeiten hatten beim Einführen. Wir haben wirklich grosse Probleme gehabt. Wir hatten auch Akzeptanzprobleme gehabt bei den Lehrpersonen. Und das ist natürlich klar, dass so etwas öffentlich wird. Und umgekehrt ist es aber auch sofort klar gewesen, dass man da muss Gegensteuer geben muss, dass man muss eine Neustrukturierung machen muss. Und wir sind jetzt seit gut einem Jahr jetzt gerade, sind wir dran, eine Neustrukturierung von dem Base for Kids zu machen, mit dem Ziel, dass es wirklich die Akzeptanz wieder überkommt und dass die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler gerne mit dieser Plattform arbeiten. Reden wir doch mal über die Plattform, wo ich habe wirklich das Gefühl, wenn man eben das B4K oder das Space for Kids gehört, der findet vielfach gar nicht mehr so eine Diskussion statt. Es geht auch gar nicht mehr darum, was eigentlich das Ziel ist oder die Idee von dem digitalen Schulzimmer. Fangen wir doch am Anfang an. Was ist eigentlich das Ziel von Space for Kids? Was will man mit dem erreichen und wie verändert es vielleicht das Schulzimmer gegenüber dem, wo wir beide, die doch auch sehr analoge Schulzeit haben erlebt, wie verändert es in die Schule gehen für die Kinder heutzutage? Also ich muss schnell ein bisschen ausholen. Mit der Schule, so wie sie sich verändert hat, basiert vor allem auf dem Lehrplan. Und da ist der Lehrplan 21 maßgebend für uns. Und der Lehrplan 21, der bringt natürlich mit dem Modul Medien und Informatik ganz grosse Erneuerung. Die Gemeinden selber haben dort den Auftrag, die Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen, damit Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern zusammen können den Lehrplan umsetzen, die Kompetenzen erreichen, die dort drin sind. Und für die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, haben wir Base for Kids lanciert. Das ist eine Plattform, muss man sich vorstellen, eine sehr umfassende Plattform, wo einerseits aus der Hardware besteht, auf der anderen Seite die Lernsoftware und auch andere Software zur Verfügung stellt. Es ist webbasiert, man sollte möglichst viele Geräte zur Verfügung haben. Die Lehrpersonen sollten sowohl die Unterrichtsvorbereitung wie auch die administrativen Arbeiten können mit dieser Plattform erfüllen. Sie sollen Orte haben, cloudbasierte Orte, wo sie ihre Daten sicher speichern können und, und. Also es ist sehr ein umfassendes eine Plattform. Für die Schülerinnen und Schüler ist am wichtigsten natürlich die Hardware, die iPads, die sie bekommen haben, und die Lernsoftware, die dort drauf läuft. Und für die Lehrpersonen ist es noch mehr, weil eben auch die ganzen administrativen Arbeiten, die sie machen, Vor- und Nachbereitung oder Kommunikation untereinander, Kommunikation mit den Eltern, alles das müsste eigentlich über die Plattform laufen können. Und wenn das nicht einfach selbstredend, intuitiv handelbar ist, dann ist das ein Problem. Und das war so der Auslöser für die Schwierigkeiten. Wenn ich euch eben zulasse, dann ist es ja wirklich ein Wahnsinnsprojekt. Oder? Das ist auch nicht einfach, so etwas von 0 auf 100 einzuführen. Man hat es gemacht, wir sagen, es hat Probleme gegeben. Wo sind wir jetzt im Moment in diesen Entwicklungsschritten? Wo steht man mit den Schulen? Es gibt zwei, drei so ganz wichtige Elemente, die jetzt im Moment aktuell sind. Auf der einen Seite haben wir nach wie vor nicht ein stabiles System gehabt, also WLAN, das nicht immer rund funktioniert hat, Speichern hat nicht immer rund geklappt. Dort ist das Hauptziel, die Stabilität herzubringen, den Lehrpersonen eine Sicherheit zurückzugeben, mal das System, das wir euch da zur Verfügung haben, stellen, das funktioniert, da dürft ihr euch darauf verlassen.
Das Zweite ist, dass wir ja ganz stark auch mit OSS, also mit Open Source Software, geschaffen haben. Das war ein politischer Auftrag, den wir bekommen haben, wo das Parlament gesagt hat, wenn wir eine gleichwertige Software auf der Open Source Basis zur Verfügung stellen können, dann soll es die sein. Und das waren wir der Meinung, aufgrund der Ausschreibung, dass das möglich ist. Und haben das auch so umgesetzt. Und haben aber dann nachher gemerkt, bei der Einführung, beim Go Live, dass das zwar vielleicht die einzelnen Elemente funktionieren, aber als Zusammenspiel von verschiedenen Anforderungen, dass das Schwierigkeiten gab. Das ist das, was der zweite Schritt ist, dass wir jetzt auf Microsoft Office 365 umsteigen, dass man vor allem in diesem administrativen Bereich oder in diesem Kommunikationsbereich, dass man dort jetzt auf etwas vertraut und Sicheres zurückgreift, was bei den Lehrpersonen nicht schon einen Widerstand auslöst hat. Das ist etwas, wo ich mich zuerst reindenken muss, wo nicht so einfach handelbar ist. Und das ist der zweite grosse Schritt. Und der dritte grosse Schritt ist natürlich einfach bereit, so wieder in die Zukunft zu schauen, ja, und was verändert sich weiter und wo müssen wir ansetzen und das so weiterentwickeln. Und der zweite Schritt vielleicht noch, für das wir den terminieren können, das ist ja bereits für auf nächstes Jahr geplant, oder? 2022 ist Microsoft, wo eingeführt wird. Ja, also wir sind bereits dran mit Pilotversuchen. Es hat schon Schulen, die da am Experimentieren sind, die das am Einführen sind, die uns Hinweise geben, auf was man schauen muss. Und das Ziel ist, dass man das bis Ende 2022 einführen und dass man dann entsprechend auch die anderen Applikationen ablösen kann. Es ist ein immenser Prozess, ich glaube, den man da machen muss, wo natürlich auch die Schritte nicht immer einfach sind. Wir reden hier über das digitale Schulzimmer, aber das hat mich jetzt gewissermaßen schon ein bisschen eingeführt. Was ist für euch vielleicht, wenn wir das so formulieren, Ihre Vision, was ist für euch das perfekte digitale Schulzimmer? Was braucht es und wie sieht das aus? Das ist eine schwierige Frage. Also, eben, vor allem, weil wir ja als Gemeinde vor allem für die Infrastruktur verantwortlich sein. Und die ganze Frage, wie das dann nachher umgesetzt wird, das hängt ganz stark wieder mit den Lehrpersonen zusammen. Und dort haben sie eine Methodenfreiheit und sie haben einen Gestaltungsspielraum. Und es ist etwas, wo ich ganz fest der Meinung bin, das muss man von pädagogischen Überlegungen her steuern und dafür, dass sie sind Fachleute. Also das ist von dort her klar. Ich wünschte mir natürlich, dass das, was wir zur Verfügung stellen, dass das möglichst wirkungsvoll eingesetzt wird. Dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt über die Jahre weg mit dieser Infrastruktur, Hardware und Software können arbeiten können, dass die bestmöglich vorbereitet werden für ihre berufliche Laufbahn, die sie dann einschlagen. Und dass sie vor allem einfach als Erwachsene nachher verantwortungsvoll mit auch mit Internet, mit digitalen Medien und so weiter können umgehen. Also dass sie dort ganz eine hohe Verantwortungsbewusstsein haben. Das wäre so mein grösster Wunsch. Grundsätzlich stellen wir manchmal noch auch so vor, dass da vielleicht manchmal eine Differenz gibt, die digitale Affinität zwischen Lehrpersonen und sogar Schülerinnen und Schülern. Weil ich glaube, die heutige Generation von Schülerinnen und Schülern, das sind wirklich Digital Natives, die sind extrem affin mit solchen Geräten. Und dann gibt es dann gleich auch Lehrpersonen, die, sage ich mal, so gleich am Ende sind von ihrem Berufsleben. Erleben ihr dort viel oder bekommen ihr dort viele Feedbacks über das, dass manchmal sogar die Schülerinnen und Schüler den Lehrern helfen auf dem Weg ins digitale Schulzimmer? Also ich bekomme das nicht direkt mit, aber ich weiss, dass es so ist und ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das sogar eigentlich hochspannend. Dass das auch möglich ist und ich würde gerne den Schulen das auch irgendwie auf den Weg geben. Habt nicht Angst vor dem, weil es sind wirklich, man kann auch gegenseitig voneinander profitieren. Und warum sollen nicht die Jungen einfach mal auch so Innovationsschritte helfen, auslösen? Es gibt ganz spannende Projekte, wo Schulen das ausprobiert haben und das ist super, wenn einfach Schülerinnen und Schüler mal den Lehrpersonen eine Lektion geben können. Why not? Ich glaube, im Rahmen der Covid-Krise hat man das viel gehört, oder? Das, wo alles auf dezentral umstellen war auch eine riesige Challenge für das Schulamt, dass dort auch viele Schülerinnen und Schüler an vorderster Front mitgeholfen haben.
Also konkret bin ich da natürlich eben jetzt zu weit weg gewesen, als nur noch als Mandatsträgerin in diesem Projekt. Aber Covid hat natürlich etwas ausgelöst, das ist gar keine Frage. Mit dem Homeschooling, mit dem auf digitale Art zu kommunizieren zwischen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, Aufgaben machen, üben selber, das sind natürlich Riesenschritte, die in die richtige Richtung gehen. Ja. Und wo auch helfen im Jahr, eben jetzt bei Base for Kids, dass man die nächsten Schritte, die man ja wirklich gemeinsam machen muss, Schülerinnen und Lehrer und Schulamt, dass man die auch gut kann prestieren kann. Genau. Also, das ist sicher ein wichtiger Faktor, dass wir jetzt wirklich der Schule Zeit geben, an dem, was sie haben, jetzt weiter zu arbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich im Moment fest der Überzeugung bin, dass Base for Kids 3, wo irgendwann kommt, das heisst ja vielleicht nicht mehr so, aber es ist gleich, dass das nicht noch eine solche Challenge darf werden, wie wir das jetzt haben von 19 an, sondern es muss eine sorgfältige, kontinuierliche Weiterentwicklung sein von dem, was wir haben. Sonst überfordern wir einfach das System. Wenn man es natürlich, ich bin studierter Historiker, wenn man es natürlich aus dieser Seite anschaut, eben das, von den Schritten her, ist ja Base for Kids 2 doch der grösste Schritt gewesen. Eben vorher, ich bin noch in der Schule aufgewachsen, war alles analogisch gewesen, und man hatte einen Computerraum gehabt. Und jetzt ist ja der Computer in das Schulzimmer reingekommen. Also, dass das ein grosser Schritt ist ja klar, oder? Oder ihr habt gesagt, der Schritt ist schwierig. Hat man dort vielleicht im Nachhinein vielleicht die Erwartungen zu wenig gedämpft oder den Leuten zu wenig gesagt, das ist ein Prozess? Oder, weil das ein Prozess ist, ist ja im Nachhinein aus meiner Sicht klar. Ich glaube es nicht, dass wir irgendwie das eine Kommunikationsfrage war. Aber es ist natürlich schon so, wenn man. Wir haben immerhin einen Kredit geholt von 25 Millionen. Man hat mit diesem Geld viel gemacht und hat hohe Erwartungen gehabt. Und ja, es ist so, wir müssen jetzt schauen, in welchen Schritten, in welchen verdaubaren Portionen das die Schulen können umsetzen können. Und dort müssen wir Geduld haben und Zeit haben. Aber für mich ist wichtig, dass wir uns bewegen. Dass man nicht jetzt einfach die Tablets oder was es auch immer ist, vielleicht sind es die Notebooks das nächste Mal, dass die nicht in ihrer Schublade verschwinden und dass man einfach sagt, ja, das ist, geht mir nichts an, das sollen die anderen. Das ist eigentlich fast das Wichtigste für mich. Habt ihr nicht das Gefühl, die Kinder holen die Tablets eh wieder für? Ich glaube, denen kann man auf eine gute Art die auch nicht mehr wegnehmen, weil die sind dermassen affin. Aus meiner Sicht ist das müsst ihr dir sagen, aber das ist doch ein Prozess, den man gar nicht mehr aufhalten kann. Bei den Kindern auf keinen Fall. Also das läuft auf jeden Fall. Und was sie in der Schule nicht lernen, dann lernen sie es an anderen Orten. Aber mir denkt klar, wir haben einen Lehrplanauftrag und das müssen die Volksschulen erfüllen. Und da gehört einfach die Medien und die Informatik als ganz wichtiger Bestandteil dazu. Darum ist das ein wichtiger Teil von der Ausbildung im Volksschulbereich, dass sie lernen, mit dem umzugehen. Dass sie so Anwendungskompetenzen sich aneignen. Und das kann man natürlich nur dort brauchen. Wir reden ja heute über Digitalisierung. Und heute sind schon zwei, drei Mal Sätze gefallen, wie wir reden zwar heute noch über Digitalisierung, aber in 10 Jahren ist es einfach klar, also muss man auch nicht mehr darüber reden. Wie ist es bei den Schulen in 10 Jahren? Ist es dann wirklich auch noch immer ein Thema? Oder reden wir dann wieder eben wirklich über das, was relevant ist, nämlich über einen Lehrplan und dass er digital gelehrt wird, ist klar? Also, aktuell gibt es Zahlen, wo man weiss, dass der digitale Bestandteil des Unterrichts nicht so wahnsinnig gross ist. Dass die ganze Beziehungsarbeit, in der Klassengemeinschaft etwas zusammen erarbeiten, die Lehrer-Schüler-Beziehung, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass man halt dort sehr viel auf dieser Schiene wird lernen. Und das glaube ich nicht, dass das ersetzt wird durch Digitalisierung. Also diese Arbeit oder diese Aufgaben oder der Sinn von der Volksschule, der wird bleiben. Es wird in der Unterrichtsgestaltung werden sich Sachen ändern. Eben,
Man kann in der Sprache, man kann in der Mathematik, man kann in Kunst, also im bildnerischen Gestalten und so weiter, kann man den Computer überall einsetzen. Und das wäre der Sinn, dass man das so einsetzt und dass man nicht eben, wie ihr es erlebt habt, in einen Computerraum geht und lernt das Zehnfingersystem oder so. Das gehört auch dazu, aber ist nur ein kleiner Bestandteil davon. Also, Frau Enzelberger, merci vielmals, seid ihr vorbeigekommen und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Sind auch sehr positiv, dass es gut kommt. Ja, das bin ich auch. Also, ich hoffe jetzt wirklich, dass wir den Turnaround geschafft haben und dass wir da in eine gute Zukunft blicken. Merci vielmals. Super. Wir schauen auch hier in die Zukunft. Da geht es weiterhin weiter mit ganz vielen tollen Gesprächen. Ihr könnt in allen drei Studios könnt ihr die Sachen verfolgen. Wenn ihr etwas habt verpasst, dann jederzeit auf Replay möglich, alles nachzuschauen.